Servus Leute zum Part 2 von was gibt's zu sagen? Die Zombies, die hier sehen ganz witzig aus. Manche laufen in so einer Kung-Fu-Stellung. Ich weiß nicht, das sieht ganz witzig aus. Ja, ich denke mal, weil es Japaner sind. ich habe ja die Geschichtenversion erst seit kurzem und muss sagen, dass es echt dann Bullshit ist. Ich habe die ganze Zeit mit englischen Geschichtenversionen gespielt und die ist echt um Längen besser. Alleine schon wegen den Krabblern, die man machen kann. Und auch irgendwie der Ton ist total irgendwie deplatziert. Die Runde fängt an und man hört von überall die Zombies kommen, als ob sie schon bei einem auf der Schulter sitzen würden oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir ist, aber ja, ist auf jeden Fall nicht nur bei mir so, weil bei meinen Kumpels, mit denen ich zocke, ist es auch so. Ich weiß nicht, ob das an den Maps liegt oder ob das an der geschnittenen deutschen Version liegt. Auf jeden Fall ist es total irritierend, wenn die Runde anfängt und man echt von überall Zombie-Stimmen hört. Und ja, ich muss sagen, dass die deutsche Version echt schwieriger zu spielen ist. Jetzt nicht nur wegen den Zombies, allgemein. Ich finde es irgendwie echt kacke. Aber anders geht's nicht, anders kann ich die Maps nicht spielen. Ja, oben seht ihr eine Seilbahn. Die könnt ihr benutzen, wenn ihr sie aktiviert habt. Draußen ist so eine rote Kiste. So ein Schalter. Den müsst ihr einmal drücken. Danach könnt ihr den so oft benutzen, wie ihr wollt. Kostet allerdings 1500 Punkte. Ich muss sagen, bringt nicht wirklich viel. Zweimal mit Fahren. Also das ist ganz gut, wenn man da oben festhängt und schnell weg muss. Aber auch immer mit der Seilbahn da runter zu segeln, ist echt ein bisschen überzeugend. Ja, zu den Waffen. Auch wenn die üblichen Waffen. Die auch im Kino der Toten und bei Five. Bei Five nicht, weil es den Priest anders gibt. Was ganz gut zu sagen. Spezielle Waffe in dem Spiel wüsste ich jetzt nicht. Raygun gibt es halt wie immer. Und ja, ich habe sie halt nicht so oft gespielt jetzt. Großartig was zu erzählen, aber ja, auf der Map der Riese gibt es auf jeden Fall anstatt der Bazooka eine andere Spezialwaffe, die heißt Wunderwaffe. Ist auch eine echt coole Waffe, finde ich. Nicht besser wie die Bazooka, aber auch ganz cool, finde ich. Ja, die werdet ihr in dem der Riese-Video auf jeden Fall zu sehen bekommen. Und die hat 3 Schuss im Magazin. Verschießt Blitze und ja, die Zombies, wenn man so 15, 20 Zombies auf einen Haufen hat, braucht man einmal reinzuhalten und ja. Die Zombies bilden dann so eine menschliche Stromleiterkette. Das heißt, wenn ihr auf den einen schießt, dann geht der Strom durch alle Zombies durch und alle im Kreis sind verreckt. Das ist eine ganz coole Waffe, finde ich. Blöd, dass nur 3 Schuss im Magazin sind, aber ja, wenn ihr die aufpimpt, dann kriegt ihr auf jeden Fall doppelt so viel in ein Magazin rein. Und ja, bis jetzt die beste neue Waffe hier.
bin ich. Ja, ich laufe jetzt rum mit der Farmers durch hier so ein Sumpfgebiet. Ja, ist echt anstrengend, wenn ihr da viel zum. Ja, was ich hier mache, ist, das sind so ein paar Radios auf der Map verteilt. Wenn man da hingeht und X drückt, dann sprechen die so eine Nachricht ab. Und ja, könnt ihr euch anhören. Ist ganz witzig. Ja, das war der Juggernaut-Automat und ja, geh wieder zurück. Ja, momentan ein bisschen, ja, die Runde fängt an. über mir ist eine Falle, die ganz witzig ist. Sobald ihr die betätigt, fängt sich das Rad da oben, wo ihr gerade, was direkt jetzt über mir ist, fängt an sich zu drehen und schleudert die Zombies durch die Gegend. Sieht ganz cool aus und ich glaube, ich werde es gleich mit. Weiß ich aber nicht sicher jetzt. Was gibt's noch zu sagen? Für die Leute, die mir dauernd Nachrichten schreiben wegen MW2 und MW2 gemeinsam zocken oder Glückwünsche oder sowas, mache ich momentan gar nicht, weil ich unter der Woche fast gar keine Zeit mehr habe zu zocken. Ich zocke nur noch am Wochenende richtig und ich weiß nicht, mir macht das momentan richtig Spaß, deswegen hänge ich hier rum. Ich hoffe, ich langweile euch mit meinen Zombie-Videos, aber für die, die es sehen wollen, gut. Für die, die es langweilt, kann ich nichts dran ändern, Jungs, aber ich habe auch keinen Bock, dauernd meine alten Videos, die ich noch habe, reinzuhauen, weil die Quali jetzt im Gegensatz zu der HDPVR, womit ich jetzt gerade aufnehme, da kommt die Seilbahn. Zack. Ja, weil die Quali einfach irgendwie nervt und ja, wenn, dann will ich nur noch Videos reinhauen, die cool aussehen mit Ingame-Sound. Ja, ich werde auf jeden Fall irgendwann mal wieder mit zwei Videos machen. Ja, aber momentan, wie gesagt, nur Zombie. Ich weiß nicht, das kann sich. Bei mir kann sich das von heute auf morgen ändern, irgendwie, dass ich keine Ahnung habe. Zack, das war's auch schon. Ja, momentan habe ich nur Bock auf Zombie und ich hoffe, euch gefällt's auch. Ja, das war auf jeden Fall Part 2, der letzte Part. Wie gesagt, sie beide kennen die Maps noch nicht richtig gut, weil wir gleichzeitig das Prestige-Paket geholt haben und auch nicht wirklich lange gezockt haben. Auf jeden Fall werden demnächst irgendwann mal längere Videos folgen. Und ja, wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt oder irgendwie Fragen, schreibt sie in die Kommentare. Macht Daumen hoch. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Peace out.